Hallöchen, meine Lieben. Entschuldigung, der Frosch im Hals. Ich habe irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich Ostern und Nikolaus für meine Kollegen immer eine Kleinigkeit bastel. Also Ostern gibt es dann Ostereier, Weihnachten, Lollis oder ich habe das, glaube ich, mal gezeigt mit so einer Teeverpackung mit Honig und einem Löffelchen drin. Genau. Lolli-Verpackungen habe ich ja schon mal gebastelt, die mit diesen, wie man Korsett schnürt. Das will ich aber nicht, das ist mir jetzt zu anstrengend, weil wir sind mittlerweile fast 60 Kollegen und oder sogar 60. Ich habe also auch 60 Lollis, also jetzt hier auf dem Tisch nur 10. Und ich würde gerne irgendwas basteln, damit man die schön verpacken kann. Genau, ich habe noch keine wirklich, also ich weiß, was ich benutzen möchte, aber ich habe noch keine wirkliche Idee, ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Was ich dazu benutzen möchte, ist, ich habe hier schon, also das sind die vom letzten Jahr, glaube ich, oder sogar vom vorletzten Jahr, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man es rausfindet, egal. Davon habe ich noch einige und die Blätter sind ja hier teilweise richtungsgebend. Und ich habe jetzt von dem und wartet, ich suche, genau, von dem und von dem mir alle Blätter rausgesucht, die nicht richtungsweisend sind. Also die ich quasi, ne, benutzen kann, wie ich möchte. Ich zeige euch mal so hier jetzt nur ein paar, damit ihr... Genau. Unten drunter sind die aus diesem schwarz-weißen Block. Die würde ich wahrscheinlich eher erstmal nicht benutzen, weil ich da ja auch ein paar Aufkleber drauf machen möchte. Genau. Also ich nehme jetzt erstmal die und packe die goldenen mal beiseite. Und dann habe ich, wartet, wo habe ich es hingetan? Augenblick, ich suche. Ich sag's euch, ne? Ich habe hier aufgeräumt. Und wenn ich aufräume, ich hab's, Moment. So. Wartet, ich muss hier noch. Ja, also ich habe ja, ich bin ja am Optimieren, habe ich euch ja schon erzählt. Und ich habe natürlich aufgeräumt und ich habe eine ganze Kiste. Ich glaube, das muss ich dann mal kleiner machen. Wartet mal. So. Eine ganze Kiste voll mit Weihnachtsstickern und unter anderem die hier aus dem letzten Jahr. Dann habe ich hier noch welche aus dem letzten Jahr, genau die. Das passt ja alles irgendwie so zu Kraft, Grün und Rot. Das heißt, sowas könnte man für sowas benutzen. Dann habe ich, ich will ja hier auch so, genau, sowas und sowas, das kann man auch dafür benutzen. Ich will auf jeden Fall so einen erhabenen Sticker benutzen. Dann habe ich hier Sternchen, da muss ich mal gucken, die habe ich schon sehr, sehr lange. Ach, guckt, noch so eine Packung. Ach, ich habe hier noch ein paar mehr. Also die sind hier nicht geordnet in meinem... Genau, also das sind Sachen, die möchte ich gerne benutzen. Nicht, weil ich mir neue kaufen... Ups, Entschuldigung. Direkt vor meiner Nase hier. Augenblick, ich versuche das mal irgendwie hier so ein bisschen... Ah, Technik, sage ich euch. Kann sein, dass ich jetzt hier irgendwie mitten im Bild bin, das ist aber ungewollt. So, ich will ja nur nicht... Ne? Mein Schlabberpulli. So, ja, genau. Ich glaube, so geht das einigermaßen. Ich versuche das noch ein bisschen runterzuholen. So, genau, hier Ladekabel, falls... Heute habe ich auch kein Mikro dran, das funktioniert also mit dem Ton. Ja, also die will ich auf jeden Fall benutzen, denn ich habe so viel. Ich will das alles irgendwie jetzt mal wegarbeiten. Und Nikolaus bietet sich an und da ich meinen Geschäftsführer auch nicht so oft sehe, muss ich natürlich rechtzeitig anfangen zu basteln. Ich habe dann auch noch hier von Teddy waren die mal. Und hier so eine großen, wobei die finde ich eigentlich ganz cool für eine andere Idee. Dann habe ich hier für Blau, aber ich glaube, Blau war gar nicht so viel. Doch, hier. Die packen wir mal beiseite. Dann habe ich hier noch ein paar, die man benutzen kann. Die hier, die für meine andere Idee.
ja, hier Sterne und Tannenbäume. Also, und das sind alles wirklich nur Weihnachtssticker. Wartet, wartet. Ich bin noch nicht fertig. Ich hole die mal alle raus. So. Und pack die mal beiseite. Ja, das sind eher so Sticker, die ich nicht benutzen würde, weil die eben wirklich einfach nur sehr flach sind. Ne? Aber hier hätte ich nochmal so blaue Sterne. Sterne. Hier habe ich welche, die habe ich schon mal. Das sind so kleine Sachen, die man eben, ne, noch irgendwie an das Anhängerchen mit dran machen kann. Also wie, ich war ja irgendwann mal sehr stickersüchtig bei Teddy. Die finde ich auch sehr niedlich, aber die haben eben nur so ein bisschen embossed. Könnt ihr das vielleicht, na, wahrscheinlich eher nicht, ne? Müsste ich was Weißes drunter halten? Moment. So, vielleicht jetzt, genau. Aber dann macht das Licht nicht mehr so mit. Genau, hier vielleicht, ne? Genau, also die haben hier quasi das und so ist alles so ein bisschen gold embossed. Da weiß ich noch nicht so recht. Das ist auch alles eher flach. So, die habe ich auch schon benutzt, blaue Sternchen. Und hier habe ich, ich glaube, davon hatte ich auch mal eine ganze Dose von Action, wo so eine drin waren. Aber die sind natürlich perfekt, gerade mal so für Nikolaus-Sachen. Oder auch diese Tässchen hier. Also ihr seht, ich habe jede Menge Sterne. Die sind noch von meiner Oma, von der ersten Lieferung, die ich mal bekommen habe. Aber die sind auch erhaben. Das passt also. Das passt auch. Pinguine, Schneemänner, Sterne, noch mehr so eine 3D-Sterne. Hier seht ihr alles noch vom... Da passt auch dieses Türkis, was ich hier drin habe. Noch mehr Sterne, Tannenbäume, bunte Sterne. Ja, und dann habe ich hiervon zwei. Also die will ich auf jeden Fall benutzen. Das packe ich mal beiseite. Und ich will diese Blätter benutzen. Ich brauche also 60 Verpackungen und ich mache das jetzt, glaube ich, mal raus, weil das was ist, was man eigentlich irgendwie auch zu anderen Anlässen benutzen kann. So. Und dann gehe ich mal durch. Das ist Weihnachten. Weihnachten. Das passt auch zu Weihnachten. Da werden wir auch unten einen Sticker für finden. Das finde ich total schön. Ist auch Weihnachten. Goldene Sternchen packe ich mal kurz beiseite, weil ich eher das Bunte loswerden möchte. Das ist so. So, so, so. Also ich weiß nicht, wie viele Blätter es sind. Ich habe sie nicht gezählt. Ich habe mir... Jetzt muss ich auch mal die Sticker wieder hier beiseite packen. Wartet. Geht gleich los. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Aber... Der Plan ist da. Und einfach mal machen, ne? Könnte ja gut werden. So. Ich nehme mir, wenn ich ihn finde, dann liegen natürlich Sachen drauf. Ich sag euch. Also ich habe eigentlich aufgeräumt, aber der Schreibtisch ist alles andere als aufgeräumt. So. Das wollte ich für mein anderes Projekt. Genau, das packe ich mal beiseite. So, das sind ja 15 mal 30. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich müsste mal meinen Lolli hier ausmessen. Habe ich hier ein Lineal dran? Was? Na, ich mache das einfach so. Der ist, wenn ich ihn umknicke an beiden Seiten, 14,5. Könnte knapp werden. Wobei. Wir schauen mal. Ich mache mal einmal das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte... Das hier in der Mitte, also das müsste ja 15 sein. Das heißt, ich wollte es in der Mitte halbieren bei 7,5. Ich hoffe, ihr seht das. Naja, wahrscheinlich die Maße nicht, aber ich sag's euch ja. Also, das ist ein ganzes Blatt und ich mache das längs bei 7,5. Teile ich das. So. Ups. Das kommt, wenn man die Klinge nicht richtig drin hatte. So. Geteilt. Dann würde ich das, weil es ist ja eigentlich 30 cm lang, wir messen das sicherheitshalber mal aus. Es ist eigentlich, na guck mal, 30 cm, genau. Dann würde ich das jetzt bei, ach ja, Grobmotoriker, so, bei 15 Falzen, beziehungsweise bei 14,5, ich muss das mal hier so, bei 14,5 und auf der anderen Seite, ich würde es dann drehen
Und auch bei 14,5 Falzen. Einfach nur, damit man unten ein bisschen Platz hat. So. So meine Idee, ne? Wie ich das so umsetze, weiß ich noch nicht. So, dann, ich hole euch vielleicht mal wieder näher ran, weil dann sieht man besser, ne? Genau. Dann würde ich mir das jetzt hier erstmal, brauche ich nicht mein Falzbein, habe ich gut gefalzt. Ich glaube, das Papier reißt auch sehr schnell, deshalb habe ich damit nicht mehr weiter gebastelt. So. Jetzt ist der Lolli ja gar nicht so breit wie das Papier. Man könnte es also rein theoretisch nochmal halbieren. Wäre ja eine Idee wert, ne? Dann kriegt man 4 aus einer Verpackung. Ich mache das mal. 7,5, 3,75 müssten es ja dann sein, ne? 3,6775 Pi mal Daumen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich mit dem Maßband hier unten bin. Aber wenn ich es vorher auf... Achso, jetzt müsste ich natürlich... So, also wir probieren das mal. So, also. Das ist ja quasi jetzt hier... Müsste ja jetzt passen eigentlich. Wir gehen davon aus, dass es umgeklebt. Ich habe jetzt gerade keinen Tesafilm hier. Das ist drüben im Büro, das müsste ich mir dann gleich holen. So, also, das ist quasi mein verpackter Lolli. Jetzt will ich mir noch eine kleine Lasche hier oben basteln. Also, ne, damit man das quasi zuklappen kann. Was würde ich aus dem anderen Papier machen? Und dann würde ich mit einem Band, weil ich habe Unmengen an Bändern, die müsste ich mir jetzt erstmal raussuchen, dann würde ich auf jeden Fall mit einem Band das so rumwickeln, damit es eben auch Stabilität hat. So der Plan. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht noch eine oder eine Banderole. Nee, ist auch doof. Ja, also wie gesagt, so der Plan. Ich bin mir noch nicht sicher, wie, weil ich hätte es hier unten jetzt auch einfach nur in der Mitte halbieren können. Und wir probieren das mal mit einem, wir probieren das mal mit dem hier. Wartet mal. Also wie gesagt, ich habe eine Idee, aber das heißt ja nicht, wir machen das mal 4 cm breit. Dann haben wir auch noch ein bisschen Luft an der Seite. Wir müssen ja, wenn Reste übrig bleiben, die werden verbastelt. So, also 4. Und dann falzen wir das bei, es ist ja 30, also falzen wir das bei 15. Ja, machen das mal. Gucken mal. Denn der Lolli ist ja unten. Ich hole mir auch gleich das Tesa, damit ich das mal zukleben kann hier. Der ist ja unten schmaler wegen dem Stiel. Der wird ja oben erst breit. Und was ich eben gedacht habe, ist, dass man dann vielleicht hier oben so eine Lasche ranklebt. Also die kann gerne so ein bisschen, ne? Also ich meine, er passt rein theoretisch, seht ihr. Hier rein. Aber ich habe hier oben wenig Spiel und ich will das ja auch verschließen. Und zwar so, dass es nicht rausfällt. Das heißt, ich würde gerne auf jeden Fall eine Banderole rummachen. Auf die Banderole kann ich dann nämlich zum Beispiel sowas raufkleben. Und ich würde oben gerne eine Lasche haben, die man ja mit einem Band vielleicht rum. Habe ich gerade Restpapier aus Weihnachtspapier hier. Ach ja, habe ich. Wartet. Auch wenn das jetzt nicht passt, aber... So. Ich mache da mal 4 cm kurz draus. Einfach nur, um mein Gedankenspiel durchzuspielen. So, 4 cm. Genau. Na. So, 4 cm. Vorsichtig zuklappen, genau. So. Und wenn ich das jetzt quasi, jetzt nur als Beispiel, es ist ja jetzt noch nicht fix, ne? Aber ich könnte das dann quasi hier hinten raufkleben und hier vorne so eine, das müsste man dann in der Mitte halbieren, ne? Also das ist jetzt nur Prototyp. Ihr wisst ja, Ideen entstehen beim Machen. man könnte dann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich nehme diese Streifen, ich meine die jetzt nicht, ne?
und schneide die 4 cm breit, damit der Lutscher an der Seite eben noch ein bisschen Platz hat. Dann könnte man natürlich auch, das ist jetzt natürlich hier alles, nichts Halbes, nichts Ganzes hier oben, dann könnte man ja quasi, also es ist jetzt auch schräg, aber dann könnte man ja quasi auch die dünneren Streifen, ich will nur mal gucken, wie es aussehen würde. Ja, also jetzt ist das natürlich die gleiche Farbe, ist blöd. Hier ein Loch reinmachen und dann quasi mit Band umwickeln und hier unten eine Banderole rüberschieben. Das könnte man ja mit den Restpapieren machen. Das klingt nach einem Plan, oder? Ich schalte euch jetzt mal weg. Ich probiere mal eins, so wie ich mir das denke. Und dann gebe ich euch auch die Maße, damit ihr da vielleicht auch basteln könnt. Ich weiß ja nicht, lohnt sich ja vielleicht auch für einen Adventskalender irgendwie die Idee oder für, vielleicht habt ihr auch so viele Kollegen oder auch nicht ganz so viele Kollegen und schenkt denen immer eine Kleinigkeit zu Weihnachten, Nikolaus, wie auch immer. Ich probiere hier jetzt mal ein bisschen rum, zeige euch dann das fertige Ergebnis und dann können wir ja ein paar zusammenbasteln, damit man, was man natürlich auch machen kann, habe ich gerade keine kleine Kreisstanze hier. Man könnte, wartet, eine kleine Kreisstanze. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt eine mit 1,5 Inch. Das müsste ja hier eigentlich passen. Das passt perfekt. So, ich mache das nur mal kurz. Ne? So, und das würde ich mir in der Mitte falzen. Pi mal Daumen. Und dann könnte man ja mit einem Glue-Dot dann vielleicht, also man könnte das als Verschluss nehmen. Guckt mal, das ist doch viel einfacher. Also ihr wisst ja, ich mag es gerne, wenn es schnell geht, gerade so bei Massenproduktionen. Ne? Also ich nehme mir auch gerne Zeit für Karten oder Projekte, aber wenn es dann so Massenproduktionen sind, so wie die Lutschersisse, dann nehme ich mir gerne die einfachsten Wege. Und dann würde ich quasi diese 1,5 Zoll Stanze nehmen und würde mir hier so einen Kreis machen. Und dann könnte man das, ich glaube, Klettverschlüsse. Ich habe auch genug Klettverschlüsse noch von meiner Oma. Wartet mal. Wenn ich wüsste, wo ich sie hingetan habe. Ich müsste sie suchen gleich. Ich gucke gleich mal. Dann kann man das natürlich auch mit einem Klettverschluss machen. Ist zwar herausgeschmissenes Geld. Ich glaube, mit einem Glue-Dot das einfacher, ne? Oder eben auch mit einem Loch rein und Band, dann werde ich Band noch los. Und dann, wie gesagt, eine Banderole rum, die würde ich jetzt, warte mal, ich habe ja hier, habe ja hier diese Reststücken, also das ist jetzt nicht breit genug, ist schon klar, ne? Aber rein theoretisch habe ich ein breiteres Stück, wartet mal. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Hier ist ein breiteres Stück. Und dann könnte man ja quasi, wenn man das hier oben hat, da müsste ich mal gucken, welches die Länge, genau. So, also das macht man hier hinten drauf. Genau. Und dann könnte man ja quasi, ich mache das jetzt wirklich nur provisorisch, das ist jetzt einfach nur mal hier so, ne? Ist natürlich zu lang, aber könnte man ja quasi so. Und dann kann man hier ein, wo habe ich sie? Ein Sticker rauf und einen kleinen Gruß. So, ich bastel jetzt mal einen und dann zeige ich euch das und dann habe ich auch die Maße und dann schauen wir mal weiter. Ich hole euch also gleich zurück. So, weiter geht's. Also, ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt und ich zeige euch mal, das hier ist quasi die Verpackung. Also, ich habe oben mit der Kreisstanze gearbeitet. Das habe ich mit falsch rumgeklebt sogar. Naja, ist ja nicht so schlimm, weil es ist ja nicht so schlimm, weil man das ja hier, naja, ne, wenn man hier so auf die Schnelle, sage ich euch. So, ich mache mal kurz das Vögelchen hier. Mach mal von der Verpackung ab, weil es müsste eigentlich andersrum. Und auch die Schleife müsste eigentlich andersrum. Naja, ich sage euch das. Okay, also das zum Thema. Ich habe da mal was gewerkelt. So, also. Ich mache auch gleich noch hier die Schleife auf die andere Seite, da wo sie hingehört.
So, Glue-Dots kleben ja wirklich wie Sau. So. Also, jetzt nochmal. Jetzt sind schön. Also, ich habe das Papier genommen, was wir vorhin geschnitten haben, hier, diese 4 cm. Ich habe das auch schon. Wir machen gleich mal zusammen. Die hatte ich noch von dem einen Mal, wo ich diese Teetaschen gemacht habe. Da habe ich noch ein paar übrig. Da hinten liegen auch noch ein paar. Ich gedacht, die kann ich erstmal verbrauchen. Genau. Dann habe ich, weil ich ja jetzt anderes Papier genommen habe, hier eben bei dem einen die Banderole aus dem Papier gemacht. Das habe ich jetzt im Nachgang noch mal ein bisschen abgeändert, die Maße, weil es wirklich sehr knirsch war. Hier habe ich einen Kreis ausgestanzt mit 1,5 Zoll. Das sind ungefähr 3,5, 3,6 Zentimeter, falls bei euch irgendwie Zentimeter drin stehen, ne? Oder ihr eine Kreisstanze benutzen wollt und keinen Handstanzer. Genau, festgemacht habe ich das mit einem Klettverschluss. Ich sage euch auch warum. Ich habe ja, wie gesagt, von meiner Oma ganz, ganz viel Sachen bekommen. Unter anderem auch ganz viele Klettverschlüsse. Und da ich Klettverschlüsse wirklich gerne benutze, also im Sinne von, wenn ich was verschließen möchte, was ein bisschen halten soll, und ich sie ja nun gerade hier habe, dann passt das auch. Also Magneten sind mir einfach, ich sage jetzt mal, das ist eine Verpackung, die wird relativ schnell aufgerissen und landet wahrscheinlich später wieder im Müll, ne? Dementsprechend tun sie auch die Klettverschlüsse. Und ich habe mir auch selber bei Craftelier irgendwann mal welche bestellt, die sind aber riesengroß, also sind zu groß für diese Lasche hier. Und da die Lasche ja auch irgendwie auf den Lolli packen muss, auf jeden Fall ist er so verpackt, dass er nicht rausfällt, seht ihr, ne? Also selbst wenn ich so mache, fällt er nicht raus durch die Banderole. Aber die Banderole muss eben sein, ne? Und genau, also ich gebe euch die Maße. Ihr nehmt euch, ich habe da jetzt schon was abgeschnitten, deshalb, ihr nehmt euch so ein 15x30 Blatt. Und schneidet auf der kurzen Seite. Ich habe festgestellt, die Blätter sind nicht gerade. Auf der kurzen Seite 4 cm Streifen. Da kriegt ihr 3 4-cm Streifen raus. Und der letzte müsste 3 cm breit sein. Den brauchen wir auch für die Banderole. Wir wollen ja, wie gesagt, hier nichts wegschmeißen. Wir wollen das ja verbasteln. So. Na. Wie es so kurz gehen. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt 3 von denen und 3 von denen. Die habe ich ja auch schon in der Hälfte gefaltet. Das mache ich jetzt mit denen auch nochmal. Das benutzen wir als Banderole und die schneiden wir uns in 10 cm Stücken. Das heißt, wir kriegen rein theoretisch, also bei der anderen nicht, zeige ich euch gleich, eins. Müssten wir 3 Banderolen rauskriegen. 2. Und das müssten auch 10 cm sein. Genau, passt. So, das heißt, wenn ihr 2 so eine Blätter habt, könnt ihr 6 Lollis machen. Ich kann das jetzt nicht, weil ich die Banderole von dem roten hier benutzt habe, aber das ist nicht so tragisch. Und bei meinen Banderolen hatte ich die vorher auf. Na? Achso, ich wollte sie ja falzen, ne? Ach ja, hatte ich die vorher auf 9,5 geschnitten, weil ich ausgerechnet habe, dass das passen müsste. Passt auch, ist aber sehr, sehr knirsch und deshalb würde ich da lieber auf 10 gehen. So, dann falzen wir die bei 15. Und ich sage jetzt mal, es ist ja auch eigentlich eine relativ schnelle Verpackung. Also so ein Stempelspruch ist schnell gemacht. Die meisten von euch besitzen bestimmt irgendwelche Kreisstanzen, dass man quasi sowas hier leeren kann. Ne? 2. So, geht weiter. Und ich glaube, wir alle besitzen Sticker ohne Ende. So, für den Deckel, also hier für die. Ups, für die Klappe würde ich wirklich auf meine Restpapiere zugreifen, weil na, die müssen ja auch verbraten werden. 1, 2, 3. Mal gucken, was ich hier noch so habe. Hatte ich nicht eben? Doch, hatte ich. Au, au.
mal gucken, ob ich was Grünes finde hier für die roten Verpackungen. Genau. Knirsch, aber es passt. Eins. Seht ihr das? Also ich benutze da wirklich jetzt die Reste. Denn für sowas sind Reste immer gut. So, ich brauche noch eins. Entschuldigung. So, dann habe ich meine 6 Kreise. Die müsste ich jetzt noch in der Hälfte, falzen, beziehungsweise Pi mal Daumen in der Hälfte falzen. Augenblick mal kurz. Mann, ey. So, also ihr müsst die nicht in der Hälfte falzen. Ihr könnt die auch, also dass oben ein Stück mehr ist, ne? Also das ist, wie gesagt, euch überlassen. Ich mache das mal, dass hinten quasi nicht so viel ist wie vorne. Beziehungsweise ist das hier, glaube ich, ich mache das hier, ich messe das jetzt auch nicht aus. Also ich meine, ihr könnt das ausmessen, dann könnt ihr hier, das seht ihr natürlich nicht, hier unten oder hier oben. Ihr habt ja, also bei mir ist das hier so, dass ich hier auch noch Maße habe. Das heißt, wenn ich hier auf 1,5 cm gehe, da ich dann aber nicht mehr festhalten kann, muss ich also quasi so. Und dann, also nur Pi mal Daumen, ne? Das kriegt ja auch jeder, kriegt ja ein anderes. Dementsprechend ist das auch gar nicht. Da wird keiner vergleichen, ob alles richtig ist. Das sind schließlich kleine Präsente, die außer Plan sind. So, und noch einen und dann haben wir es aber erstmal, glaube ich, mit den Vorbereitungen. So, haben wir, weg damit. So, das habe ich auch, 1, 2, 3, 4, mal gucken, da hinten waren irgendwie noch welche, habe ich gesehen, oder auch nicht, na egal, kann ich mir ja, achso, hier ist, ach nee, da war noch, egal. Da machen wir eben nur die 4. So, genau. Was ich noch genommen habe, ist, ich habe, ich glaube, das habe ich mal von Action gekauft letztes Jahr zu Weihnachten. Ihr könnt jedes Band nehmen, was ihr habt, ist egal. Ich benutze das jetzt, weil es angefangen ist. Ich habe auch noch ein grünes, weil ich muss ja insgesamt 60 machen. Ne? Ich mache jetzt nicht alle 60 mit euch. Ich muss euch ja nicht langweilen hier. Ups. Und ich messe die hier auch nicht aus. Ich mache das hier wirklich Pi mal Daumen. So, weg damit. Dann fädel ich mir die durch hier. Also ich will sie ja nicht aufhängen, sondern ich will sie ja quasi wie hier unter den Vogel kleben, damit das hier nur so dran rumbamselt. Ich weiß auch nicht mehr, von wem der Stempelspruch ist. Also ich müsste gucken. Ich habe es aber in dem Video mit den Teeverpackungen, das war, glaube ich, letztes Jahr habe ich ja keine Weihnachtsvideos gedreht, da war ja das Chaosjahr. Das Jahr davor habe ich, glaube ich, die Teeverpackung gemacht und da habe ich den Stempel ja auch schon benutzt. Entweder ist der von Annes Stempeldesign, was ich glaube, ich weiß es aber nicht. Also ich kann es euch nicht sagen, ich habe da ja mal so ein Monatsabo gehabt. Diesen Monatsstempel da und da gibt es ja auch noch andere Stempel zu kaufen und ich hatte mir da mal Weihnachtsstempel gekauft und ich glaube, da ist auch dieser Nikolausstempel mit bei, aber ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich müsste auch in dem Video gucken, was ich gemacht habe, oder ich müsste meine Stempel durchsuchen und die von Annes Stempeldesign würde ich sogar noch relativ schnell wiederfinden, weil die ja immer alle in der Mappe drin sind und die wirklich momentan bei mir in einem Körbchen stehen. Achso, das ist hier oben kaputt, deshalb. Das ist schlecht, ne? Na egal, dann machen wir nur 3. Ja, man muss dann eben auch aufpassen, wenn man hier so Löcher in so Kreise stanzt. Das habe ich, glaube ich, mit der Crocodile damals gemacht, dass man nicht zu, und da waren, glaube ich, die Aufleger schon drauf, dass man da nicht zu dicht an Rand kommt. Aber wie gesagt, ich kann die ja nochmal machen. Also jetzt vielleicht mit anderen Papieren, aber...
Ja, es tut mir leid, aber ihr wisst ja, Grobmotoriker, ne? Ich brauche hier für sowas, für so eine Fädelarbeiten brauche ich echt lange, weil das hier alles für mich, ja. Na, wisst ihr ja. Genau. So, haben wir das auch fertig, kommt beiseite. So, ich nehme mal meine Klettverschlüsse gleich. Eins, zwei. Die sind auch schon sehr alt, die kleben nämlich sehr an der Folie fest. Also es ist ein Akt, die hier runter zu kriegen, aber egal. So, also, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben die Dings, wir haben die Banderolen. Achso, die Banderolen, die müssen wir auch noch falzen. Also müsst ihr nicht, ihr könnt sie auch einfach so, aber ich falze sie mal, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, wo ich sie falzen muss. So, und zwar bei 3 cm und 3,5 auf jeder Seite. Also lange Seite, ne? Ich weiß, ihr seht das nicht. Ich muss das andersrum machen dann. Aber ich zeige es euch gleich bei dem nächsten. Dann mache ich das oben. So, und 3,5. So, und dann lege ich es einfach oben an und zeige euch das hier. So, also lange Seite bei 3 und bei 2,5. Weil, wenn ich jetzt bei 3,5 mache, dann wird das ja innen. Moment, Moment. Kleiner Denkfehler. Augenblick. Ich muss mal hier. Ja, genau. Also, na, dann machen wir nur zwei. Ach ja, also bei 2,5. Ich mache ja noch ein paar, so ist ja nicht. Und bei 3. So, jetzt aber. Dann drehen wir das um und machen das nochmal. Bei 2,5, wenn man in die falsche Richtung denkt, ne? Und bei 3, aber ihr wisst ja, so ist das. So, jetzt müssten hier in der Mitte, und das können wir gleich ausmessen, müssten hier in der Mitte, wo ist es, wo ist es, wo ist es? 4 cm, ich knick's mal um, damit wir, so, müssten das hier, Pi mal Daumen, 4 cm. Aber rein theoretisch müsste es passen. Ich gucke mal, was, ach so, weil das ja alles hier noch so ein bisschen Spiel hat. Ich gucke nur mal ganz kurz. Das müsste aber eigentlich, nö, passt nicht. Warum nicht? Seht ihr, so ist das, wenn man es ausmisst. Naja, also ihr müsst es, bevor ihr es zusammenklebt, auf jeden Fall einmal rumlegen, ne? Weil es hat natürlich durch diese ganzen Falzungen, durch das Papier hier, geht ja immer noch 1 mm flöten. Und ich habe jetzt wirklich nur die 4 abgemessen. Also ihr, am besten ist, ihr legt es euch vorher drum. Ihr könnt schon bei den Stellen falzen, das passt schon. Aber ihr müsst es dann wirklich nochmal drumlegen. So, egal. Also ich zeige es euch gleich. Ansonsten macht ihr einfach, was habe ich gesagt? 2,5 und 3 hatten wir, ne? Dann macht ihr 2,3 und 2,8. 2,3 und 2,8. Dann müsste das hier auf jeden Fall genug Spiel haben. So, jetzt aber. Also, ich nehme mir jetzt eins davon. Das haben wir ja schon gefalzt in der Mitte und mache das so. Dann nehme ich mir einen meiner Deckelchen. Da das ein grünes Papier ist, nehme ich einen roten Deckel. Und den habe ich festgeklebt. Ganz normal hier mit meinem. Ihr könnt alles benutzen, was ihr wollt, ne? Also ich bin ja, wie gesagt, ich mag es, wenn es schnell geht. Und das kann man hier alles so schön umlegen. So, da das Papier keine Richtung hat, ist es also völlig egal. Dann lege ich mir das hier oben so an, dass an jeder Seite ungefähr gleich viel Rand ist und drücke es mir fest. Könnt ihr auch gerne euer Falzbein dann noch nehmen. Fest. So, was ich gleich noch mache ist, ich mache mir meinen, na, Klettverschluss hier gleich ran.
Ich sag ja, die sind schon ein bisschen älter. Die kleben wirklich gut. Den lege ich mir. Ich hoffe, das seht ihr jetzt. Wenn nicht, wartet mal. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, indem ich hier runtergehe. Dann könnt ihr, glaube ich, besser sehen. Genau. Den klebe ich mir relativ weit oben an, weil der Lolli hat ja eine bestimmte Dicke. Ne? Wo ist der Lolli? Genau, die habe ich vorher schon zugeklebt hier, also mit Tesa geklebt, habe ich euch ja gesagt. Andersrum. Nicht, dass wir hier wieder falsch rum werden. So, dann ist das hier für mich gerade jetzt, es tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade nicht so gut sehen könnt, aber ich sagte ja, die sind alt. Die muss man hier wirklich richtig von der Folie abziehen. So. Und dann klebe ich das so rum. Das ist auch, seht ihr jetzt schlecht, ne? Aber ich versuche natürlich, dass der Abstand hier der gleiche ist. So, damit haben wir das schon mal. Jetzt hatte ich ja die Banderole schon, aber das war die falsche. Dann nehme ich mal die rote. Ich glaube, das ist die mit den 10 cm. Sag ja. Seht ihr wahrscheinlich auch nicht. Jetzt. So, ist das die mit den 10 cm? Ja, na dann falzen wir die doch nochmal. Also was habe ich gesagt? Bei 2,3 und bei, ja, ich würde so zwischen 2,8, passt schon. 2,8. Das Ganze drehen wir jetzt um und machen das gleiche nochmal. 2,3 und 2,8. Das sollte jetzt aber wirklich passen. Wenn nicht, bin ich... Ach ja. So, dann falzen wir uns das. Das sollte ja einfach sein. So, und dann seht ihr, dann wird das hier nämlich sehr knirsch. Das heißt, ihr müsst es gleich nochmal, also wir müssen innen drin 4 cm mehr oder weniger haben. Und jetzt haben wir nämlich mehr, wahrscheinlich 4,5, weil wir ja, naja, ich sag ja, also es ist schwierig. Am besten ist, ihr falzt gar nicht, sondern ihr legt es euch einfach drum. So, also hier ist vorne, ne? Ich will die hinten verschließen, deshalb lege ich mir die jetzt erstmal rum. Pack mir die hier so. Wobei, achso, naja, das ist die grüne, ne? Wir können ja mal die grüne nehmen, die kann ich ja woanders hinpacken dann. Das ist die grüne, die passt ja auch irgendwie. Da vorne kommt ja eh was rauf. So. Aber wir machen das trotzdem. Und zwar, wo habe ich es denn jetzt schon wieder? Ach, Kinders, ich hatte doch eben noch, da ist es, direkt vor meiner Nase. Genau. Also, ich mache das mit dem Roten natürlich, weil das Grüne passt natürlich nicht zu Grün. Was ich mache ist, ich mache es innen drauf. Genau. Also im Normalfall hätte ich es jetzt außen auf das andere gemacht, aber dadurch, dass die nicht passen, ich muss es mir nochmal ausmessen gleich, wie es am besten ist. So, da. So. Eigentlich dachte ich ja, ich hätte gemessen, aber ich habe da irgendwie einen Denkfehler drin. Das passiert. So, das heißt, ich mache jetzt ein Stück hier weg. Ein Stück. Knicke mir das hier so um. Weil ich muss mir meine Banderole jetzt erstmal hier irgendwie passend machen. So, wo habe ich mein Klebeband da? Ich muss es mir ja passend machen und ich will ja, dass das auch gut aufeinander liegt.
Und dann, wenn ihr nicht gerade Fingernägel habt wie ich, lässt sich das ganz leicht hier ziehen und man kann es zukleben. So. Ja, also die Maße der Banderole muss ich nochmal, das muss ich nochmal abchecken hier. Das passt mir so überhaupt nicht. Aber wir könnten ja jetzt mal rein theoretisch messen. Wir könnten ja jetzt mal dieses Stück hier messen. Das wäre 2,8 und 3. Naja, 2,8. Also das wäre 2,8. Dann nochmal 0,5 dazu. Also wäre ich bei 3,3. Dann habe ich hier meine 4. Dann habe ich hier wieder 0,5. Und der Rest müsste sein 2,2. Naja, egal. Also ich habe es auch schon wieder falsch rum, wie ihr seht. Ne? Ein Glück habe ich noch nicht geklebt. Also hier, ihr wisst schon. Schleifchen und so drauf geklebt. So, das ist vorne. Und jetzt nehme ich mir einen Sticker und gucke mal, was ich jetzt nehmen wollen würde. Es muss ja nicht immer so riesig sein. Ich würde den Nussknacker, finde ich ja ganz niedlich, den nehmen. Und ich würde mir dann einen so einen Nikolaus nehmen. Und dann würde ich das hier hinter so. Und hier raufsetzen. So, quasi schon fertig. So, und jetzt habe ich, habe ich auch mal von meiner Oma bekommen. Wobei, nee, die habe ich von meiner Oma und ich glaube, die, ich weiß das gar nicht, habe ich mal geschickt bekommen. Ich weiß es nicht mehr, von wem sie sind. Also auf jeden Fall habe ich von diesen Schleifchen welche in Rot und in Grün. Und eigentlich könnten wir da jetzt ein grünes drauf machen. Und ich benutze die eigentlich nie, weil die immer irgendwie in meinem, ich habe hier so eine Box, wo das alles drin ist. Und Weihnachtssachen, wisst ihr ja, sind ja die ganze Zeit, das ganze Jahr immer irgendwie nicht präsent. Jedenfalls nicht bei mir. So, wir gucken mal nach den Glue Dots. Diesmal will ich nur einen und nicht zwei. Der zweite hing vorhin nämlich fest. Dann mache ich mir hier einen Glue Dot drauf. Und die sind auch recht groß, die ich habe hier. Aber ich habe festgestellt, die von Stamping Up, die ich habe, sind auch sehr groß. Egal. Das wird schon gehen irgendwie. So, hallo. Und das mache ich jetzt hier oben rauf. Raufgedrückt und fertig. Gefällt mir sogar noch besser als die erste. aber nur wegen den Farben. Ich stehe ja, also ich meine, ich mag es gerne, bunt zu verschenken. Aber das weiß ich nicht. Also, es ist, wie gesagt, es ist ein Goodie, ne? Es ist ein Geschenk. Ja, also haben wir schon zwei fertig. So, wir machen noch einen roten. Guckt mal, schön falsch hier. Da seht ihr nämlich, dass die Blätter nicht wirklich gerade sind in den Blöcken. Das habe ich letztens auch schon in einem Video gehört. Da nehme ich mir jetzt einen grünen Kreis. Ja, ihr müsst da auch nicht so viel Kleber drauf machen wie ich, ne? Und ihr könnt auch mit Flüssigkleber arbeiten. Wie gesagt, nehmt, was ihr habt. Das ist genau das, was ich hier nämlich mache. Ich nehme das, was ich habe, weil ich mir gesagt habe, ich habe zwar neue Weihnachtssachen gekauft, aber ich will auch unbedingt meine alten Sachen verbrauchen. Und ich habe mir die ja nicht gekauft, damit sie im Regal rumliegen. Und dadurch, dass ich letztes Jahr nicht zum Weihnachtsbasteln gekommen bin, muss ich das dieses Jahr nachholen. So, welches ist denn die Seite? Oh, da. Ja, also von daher werden jetzt erstmal die alten Sachen verbraucht. Und Weihnachtskarten kann man ja rein theoretisch das ganze Jahr über basteln. Ne? Dann hat man schon mal, oder im Juli, wo es alle anderen auch machen. So.
Ah, hier ist der Kreis ein bisschen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Es ist selbstgemacht, ne? Selbstgemacht und mit Liebe gemacht. Von daher wird sich kein Kollege aufregen. Im Gegenteil. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Story schon mal erzählt habe. Als ich damals diese Teeverpackung gemacht habe, habe ich meinen Chef, also mein Chef sitzt in Dresden in unserer Niederlassung und ich sitze hier in Berlin und normalerweise kommt er immer donnerstags und wenn ich irgendwas für Dresden habe, gebe ich ihm das mit. Das war in dem Jahr dann aber nicht so, weil, keine Ahnung, irgendwie zu viele Termine, ihr wisst, ne, wie es ist. Und Ende vom Lied ist jedenfalls, dass ich dann gesagt habe, okay, dann schicke ich die Weihnachtsgoodies mit der Post. So. Und dann habe ich natürlich als Absender nicht meinen Absender rauf, also ich, schon die Absenderadresse, aber als Namen habe ich dann Nikolaus raufgemacht. Und wir haben ja in beiden Niederlassungen einen Niederlassungsleiter. Und der Niederlassungsleiter aus Dresden, der war, also der ist sehr übervorsichtig und hat wahrscheinlich Angst gehabt, keine Ahnung. Jedenfalls ist er in eine Besprechung reingeplatzt, um ihm zu sagen, da ist ein Paket gekommen und ob er das aufmachen kann und. Da könnte ja auch eine Bombe drin sein. Und mein Chef wusste aber zum Glück, was drin ist, weil ich dem ja gesagt habe, von wegen, pass auf, ich schicke das dann mit der Post, ne? Nicht, dass du dich wunderst. Und ja, es war sehr lustig. Der erzählte mir das dann und ich habe gesagt, oh wei, naja, gleich mal wieder Panik verbreitet, ne? Ja, also von daher hoffe ich, dass ich meinen Chef dieses Jahr sehe, damit nicht wieder die Angst vor einer Briefbombe kommt, beziehungsweise vor einer Paketbombe. Ja, ich weiß auch nicht, wie mein Niederlassungsleiter, beziehungsweise der Niederlassungsleiter aus Dresden darauf kommt, aber es war, für mich war das sehr lustig. Ich glaube, für ihn nicht so, aber naja, passiert, ne? So. Das mache ich diesmal ganz ab, weil das ist mir hier zu viel Gefummel sonst. Dann kann das ja auch so ausrichten, ohne das, ne? Oder auch nicht. So. Passt schon. Sehr schön. So, dann nehmen wir uns noch einen Nikolausi hier. Und ups. Vielleicht machen wir die Schneekugel. Die finde ich schön. So, dann knicke ich mir das hier wieder ein bisschen. So. Das klappt irgendwie heute nicht so mit der Koordination. Und ruft da. Sehr schön. Dann wackelt das jetzt zwar nicht mehr, aber das ist mir auch egal. Dann kommt hier wieder ein rotes Schleifchen rauf, weil rotes Papier, grüner Deckel, das passt. Ein Dotti. Und das Video ist wahrscheinlich schon wieder viel länger geworden, als ich dachte. Aber, naja, was soll ich tun, ne? Es, ja. Ja, ich hätte euch das zeigen können und nur einen basteln können, das stimmt. Also irgendwie, Glue Dots sind nicht meins, sagte ich das schon? Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Seite. War wieder, ich sag euch das, ne? Sagt mir doch, dass es wieder die falsche Seite ist. Na, ein Glück merke ich sowas noch, bevor ich die Dings daran klebe. Ach ja. Ist Wochenende, was soll ich sagen? So. Sehr schön. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso viel wie ich. Das sind sie, meine Lolli-Verpackungen. Und ja, es ist eben, es ist schon einfach gemacht, aber es hat eben trotzdem ein bisschen Pep. Ich habe ja schon mal erzählt, ich mag eben nicht so Verpackungen, die schon jeder gemacht hat, ne? Und als nächstes, die Dörte von Schönes Handgemacht Berlin, die hat letztens einen absolut coolen Tee-Adventskalender gezeigt. Den fand ich ja wirklich mega, wobei ich den gerne abwandeln würde. Und zwar, wartet mal, ich suche es, finde es aber natürlich nicht. Naja, egal. Also diese Gummibärchentütchen, achso, ich habe hier eins, ist zwar nicht für Weihnachten, aber diese Gummibärchentütchen, die kennt ihr, ne?
Genau, die kriegen meine Kunden ja immer mit ins Paket. Und ich habe aber auch in meinem, also meine Cousine zum Beispiel, die mag keine Schokolade, aber die liebt Gummitierchen. Und diesen Tee-Adventskalender, den sie gebastelt hat, würde ich ihm ein bisschen umfunktionieren. Erstens für diese Gummitütchen und zweitens diesen Aufklappmechanismus, den sie hat. Das würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Aber das, da würde ich euch auch mitnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch schaffe, bevor ich jetzt demnächst fast 2 Wochen weg bin. Also nächste Woche bin ich noch zu Hause und kann noch, kann noch ein bisschen rumwerkeln. Die Woche danach und die Woche darauf, also quasi ab dem 13., bin ich dann 2 Wochen erstmal weg, beziehungsweise geplant ist eigentlich erstmal nur 1 Woche, aber meine Mutti braucht ja auch noch Hilfe bei der Wohnung und ich habe ihr gesagt, ich habe in der Woche vom 21. Urlaub und dann bleibe ich eben in Berlin, mache den Shop im Ferienmodus und dann helfe ich ihr, damit wir das da alles schaffen. Genau. Ich versuche euch die Maße von den Dingern hier in die Infobox zu schreiben. Falls ich es vergesse, ihr könnt mich gerne anschreiben, dann liefere ich euch die nach. Ne? Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Video, trotz lauter Fehler wie ich. Und habt eine Idee, um kleine Goodies oder so zu verschenken, wenn ihr irgendwo zum Nikolaus, zum Kaffee eingeladen seid. In dem Sinne, ich wünsche euch was und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss!